Viele von euch haben mich angeschrieben, Niki, wir haben dich im Trailer entdeckt. Aber ich musste halt darauf warten, bis ich das öffentlich machen darf. Und jetzt ist endlich der Moment gekommen, wo ich es verkünden darf. Make Love, Fake Love. Ich bin dabei. Oh mein Gott, ich bin einfach so krass aufgeregt. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ihr müsst auf jeden Fall, müsst ihr euch diese Show angucken. Es ist einfach so, so krass. Und das, was ich gesagt habe, RTL hat mich zitiert, Temptation Island, dort muss man der Verführung widerstehen. Dann hat man gewonnen. Und bei Make Love, Fake Love muss man fremdgehen, um zu gewinnen. Das ist so krass, so heftig. Ja, ich bin als Freundin eines vergebenen Mannes mit dabei. Meine Abonnentinnen wissen natürlich, zu wem ich gehöre, aber ich bitte euch, pssst, verratet nichts unter diesem Video, zu wem ich gehöre, denn die Zuschauer sollen die Möglichkeit haben, mitzuraten, umzuschauen, selber zu gucken, wer gehört zu wem. Und das finde ich richtig spannend, dass die Zuschauer auch diese Möglichkeit haben, damit aktiv mitzumachen und mitzuraten. Genauso wie wir in der Villa. Wir müssen ja auch mitraten, wer gehört zu wem. Also das, diese Show, Leute, auch die Emotionen, es war einfach so emotional. Wir dachten, wir gehen einfach in eine Show rein und okay, es geht um einen Gewinn, wir sind so, wie wir sind, aber es ist einfach so ein krasser Kopfick gewesen. Es waren so viele Emotionen, es ist so viel passiert, es war richtig, richtig, richtig krass. Also eine krassere Show gibt es in Deutschland nicht, das verspreche ich euch. Diese Show wird einfach die krasseste werden. Ihr müsst es euch angucken und ihr werdet an mich denken. Ich habe mich dort super wohlgefühlt und habe mich wirklich mit jedem gut verstanden. Ich bin genauso wie ihr total gespannt auf die Folgen. Wir haben ja nicht alles gesehen, was die Männer in der Villa gemacht haben. Wir haben immer Ausschnitte bekommen und konnten dann unsere Meinung dazu sagen oder unser Bild davon machen. Und ich bin einfach auch total gespannt auf die weiteren Szenen. Und ich kann euch nur eins sagen, das, was ich bis jetzt gesehen habe, es wird richtig emotional, es wird richtig Gänsehaut, es geht richtig unter die Haut. Es werden ganz viele Tränen fließen. Es wird einfach krass, krass, krass. Ein anderes Wort gibt es nicht. Es wird krass. Man muss in dieser Show einfach rangehen. Man muss offensiv rangehen. Man muss Interesse zeigen an der Singlefrau, auch wenn man vergeben ist, weil sonst wird man ja aufgedeckt. Man kann sich als Paar vor der Show absprechen, man kann es aber auch nicht machen, weil dann merkt man, wie weit würde mein Partner gehen. Und man darf aber auch nicht vergessen, einerseits, es ist immer noch eine Show, wo es um 50.000 Euro geht. Es ist eine Show, wo es eigentlich nicht um Gefühle geht und man einfach nur eine Show abziehen muss. Aber andererseits, die Realität ist halt einfach ganz anders und das werdet ihr sehen, weil die Realität, man ist immer noch ein Mensch, man hat immer noch ein Herz und es sind alles reale Menschen dort und es ist nichts gescriptet oder so und wie gesagt, man ist ein Mensch mit einem Herzen und man kann Gefühle aufbauen, es kann dies passieren, es kann das passieren. Ihr werdet das alles sehen. Ich bin auch so gespannt und ich sage euch, es wird einfach so krass. Ich habe kein anderes Wort, es wird krass. Ihr könnt mir ja schon mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so die Jungs in der Villa findet, wie ihr die Singlefrau findet und wie ihr die Jungs findet und welcher ist denn euer Favorit oder was denkt ihr, wer das Rennen gemacht hat von den Jungs? Da bin ich ganz gespannt. Guckt es euch an. Ich freue mich, dass ich dabei bin und ich schicke euch ganz, ganz viel Liebe. Ja, und ich werde auch zu jeder Folge, werde ich mich ein bisschen dazu äußern. Ich werde meine Reaktionen hier hochladen und dann können wir auch miteinander quatschen. Ihr könnt es in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet. Ich werde von meiner Seite aus sagen, wie ich manche Sachen finde. Und ja, auf eine schöne Zeit mit Make Love, Fake Love.
Übrigens könnt ihr ab heute die ersten beiden Folgen online auf RTL Plus bzw. auf dem Fernsehen auf RTL Plus schauen. Also heute Nacht um 0 Uhr sind die ersten beiden Folgen online gekommen. Und ab jetzt auch jeden Donnerstag ab 0 Uhr immer eine Folge von Make Love, Fake Love. Falls ihr geschaut habt, dann gebt mir doch mal ein Feedback, wie euch das gefallen hat. Und wenn ihr noch nicht geschaut habt, dann schaut rein. Ich verlinke euch die Folgen unten in die Infobox. Und ja, wie gesagt, jeden Donnerstag ab 0 Uhr kommen die Folgen und ich freue mich auf euer Feedback. Nur bitte spoilert nicht, damit die Leute nicht wissen, wer mein Partner ist. Die sollen ja aktiv mitraten und ja, etwas Spannung soll dann auch mit dabei sein. Und jetzt zeige ich euch mal die Jungs, die mitgemacht haben. La, 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 la. Fight.